Ja, servus und hallo und ein herzliches Willkommen wieder bei Gothic die Nacht des Raben in der Nostalgic Edition. Ja, 1.2 immer noch. Obwohl es 1.3, 1.4 und 1.5 in der Mache sind. Beziehungsweise 1.3 bis 1.4 schon herausgekommen sind und 1.5 in der Mache. Ja, mir wurde aber trotzdem gesagt, dass ich ruhig die 1.2 machen könnte. Ja, das missfällt mir ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich dafür bekannt bin, dass ich immer auf dem aktuellsten Stand mit meinen Let's Plays bleibe und mit den Modifikationen, wie zum Beispiel auch Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, bei diesem schlechten Wetter hier werden wir mal gucken. Mir ist gerade eben so eingefallen, dass eventuell was auf den Dächern liegen könnte. Ich meine, sowas gesehen zu haben. Jetzt gucken wir erstmal, wo, auf welchem Dach wir hier rauf können. Genau, nehmen wir mal hier das äußerste Building. Gebäude meine ich jetzt. Und dann, ich war schon mal in einer Folge hier auf einem Dach und bin dann hier rüber gesprungen. Aber nichts feststellen können oder nichts gesehen. Wer weiß, meine armen, alten, trüben Augen es übersehen haben. Ich weiß es nicht. Doch gucke ich genauer hin. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Meine was gesehen? Ah, nee, das ist... ja, trotzdem. Man sollte auch mal... Ja, oh, das hat nicht geklappt. Das ist ja schrecklich. Aber so geht's. Ja, Akrobatik haben wir noch nicht. Ja, schauen wir mal. Vielleicht ist ja was. Doch, da ist auch was. Ein silberner Ring. Haha. Ein silberner Ring. Was ist das Lustiges? Lüftungsschacht. Er arbeitet auf den ganzen Tag. Und dann rüber. Ja, wieder nicht geschafft. Ach, erzähl mir nicht sowas. Die Bank ist ja immer wunderbar. Solche Geschichten. Also muss ich früher abspringen. Und ja. Okay. Schau mal, was sich hier ergibt. Ist jetzt noch Luscht. Wenn wir schon mal einen silbernen Ring gefunden haben, dann wird bestimmt irgendwo noch mehr sein. So, glaube, da haben wir es ja. Da haben wir, sind wir angefangen. Keine Ahnung, sag du es mir. Weiter geht's. Ja, schreibt mir in den Kommentaren, ob ich dann irgendein Dach vergessen habe. Ja, toll. Marode Dächer. Hier ist was. Honig, wa? Lecker Honig. Zip, zip, zip. Und da, hier, auf dem First. Ein Lederbeutel. Ein Lederbeutel mit 50 Goldstücken. Na, das ist doch schön. Das füllt unsere Kasse wieder auf. So. Ist hier noch irgendwas? Hier guckt irgendwas hervor. Nö. Ist irgendwie vom Inventar unten. Guckt das heraus. Ah, wieder ein Lederbeutel. Diesmal mit 25 Lederstücken, Goldstücken. Ah, ja. So, waren wir auf dem schon? Ich glaube nicht. Schauen wir mal. Hier liegt noch was. Was liegt denn hier? Spruchrolle Eispfeil. Mhm. Eine Spruchrolle des Eispfeiles. Und noch was. Und wieder ein Lederbeutel. Und sage und schreibe 25 Goldstücken. Ja, über den Dächern des Hafenviertels. Ja, ich weiß nicht. Heute bin ich irgendwie auch ein bisschen sprachlich durcheinander. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich gerade eben noch jede Menge Schreibzeug gemacht habe. Energie der Heilung. Essenz der Heilung. Ja, ist auch irgendwie eine Form von Energie. Ja, schön. Dann haben wir doch eigentlich alle Dächer. Wenn mich nicht alles Bewohner von Corinis auf dächlichst täuscht. Des ehrenwerten Lord Hagens, ja, hier sind wir schon durch. Jetzt habe ich hier unten was gesehen. Der Stadt hat sich aufgrund der drohenden was ist denn hier eigentlich? Wo kommt man denn? Achso, hier kann man da zur Kaserne kommen. Jeder hat sich ab sofort in den Fertigkeiten des Kampfes ja, Harald ist gut. Oder Herold. Was geht denn hier ab, Leute? Das sieht interessant aus. Schauen wir mal.
Hier ist ein Bürger, der haut die da ab. Noch ein Bürger. Und du bist Alrik. Und was ist da hinten? Okay, da guckt auch noch was raus. Alrik. Fragen wir mal Alrik, was er will oder warum der hier so steht. Ich weiß warum, natürlich. Was machst du hier? Das hier ist mein Zuhause. Aber wenn du meinst, was ich so den ganzen Tag treibe, ich veranstalte Kämpfe. Ah ja, du veranstaltest Kämpfe? Du veranstaltest Kämpfe? Jeden Tag von mittags bis abends. Und zwar genau hier. Hinter dem Lagerhaus im Hafenviertel. Trautes Heim, Glück allein. Aha. Du wohnst hinterm Lagerhaus? Hä? Du wohnst hinterm Lagerhaus? Ist nur vorübergehend. Wenn man so viel Geld hat wie ich, kann man sich ebenso einen Luxus leisten. Ich war Ausbilder bei der Armee, hab den Haufen dann aber verlassen, um mein Glück im Abenteuer zu finden. Jetzt bin ich hier in diesem Dreckskaff gelandet. Meine letzten 100 Goldstücke sind bei den Stadttorwachen draufgegangen. Also sehe ich zu, dass ich wieder zu Geld komme. Ich musste sogar mein Schwert verkaufen. Aha, er hat sogar sein Schwert dafür verkaufen müssen. Dann fragen wir ihn doch mal gleich. Wem hast du dein Schwert verkauft? Ich habe es bei einem der Händler auf dem Marktplatz für ein bisschen Krempel eingetauscht. Jora hieß der Kerl. Die Fackeln und das bisschen Fleisch, das er mir gegeben hat, sind schon lange aufgebraucht. Er wird mir das Schwert wohl kaum umsonst geben. Es ist ein altes Schwert. Er wird nicht viel dafür haben wollen. Betrachte das Geld einfach als zusätzlichen Einsatz für den Kampf. Mal gucken, ob er mich auch ausbilden kann. Kannst du mich ausbilden? Wenn du wirklich kämpfen lernen willst, dann tritt gegen mich an. Die Lektion ist ganz umsonst. Ja. Wie sind die Regeln für den Kampf? Ganz einfach. Alle normalen Waffen sind erlaubt. Keine Bögen oder Armbrüste und keine Magie. Wir kämpfen, bis einer von uns beiden zu Boden geht. Und sobald einer flach liegt, wird aufgehört. Klar? Wer die Ecke verlässt, ist draußen. Wenn du also abhaust, gewinne ich. Dein Einsatz sind 50 Goldmünzen. Wenn du gewinnst, bekommst du 100 zurück. Wenn nicht, nun ja, dann ist dein Geld futsch. Alles kapiert? Klar. Was weiß er denn über den Krieg mit den Orks? Mal auch mal fragen, vielleicht weiß er mehr. Was weißt du über den Krieg mit den Orks? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Der Krieg dauert schon zu lange. Die Landbevölkerung hungert. Überall gibt es Bauernaufstände, die vom König erbarmungslos unterdrückt werden. Aber es sind einfach zu viele. Wenn der Krieg nicht bald endet, wird das Reich auseinanderbrechen. Kannst du mich ausbilden? Wenn du wirklich kämpfen lernen willst, dann... Ja gut, okay, das haben wir schon gehabt. Bevor ich anfange, mit ihm zu kämpfen, speichere ich lieber nochmal ab und ich hoffe, dass ich noch in der Zeit bin hier. Weil es schon mal dunkel ist. Ich will gegen dich kämpfen. Ich mache nur Kämpfe von mittags bis abends. Das Kämpfen lohnt sich nur, wenn genug Zuschauer da sind, die Wetten abschließen. Jetzt ist es viel zu spät. Komm morgen Mittag wieder. Toll. Das sind die Definitionen von morgens bis Mittag. Ah, gut, okay, das ist hier schon abends. Das ist natürlich klar. Was mich ein bisschen wundert, ist, warum jetzt hier Spinnweben auf dem Boden sind, die normalerweise in den Häusern herunterhängen. War das schon im Original so? Ich weiß es nicht. Aber er hat ja noch irgendwas mit dem einen Händler erzählt. Und zwar war das Jora mit und dem Schwert. Da komme ich nicht mehr hoch. Mal gucken, wenn wir zu Jora hochgehen. Aber dann... irgendwelche Informationen von dem Schwert bekommen. Von Alrik Schwert. Aber die sind eh alle am Pennen. Würde ich mal vermuten. Also geht's nach Hanna. Zu Hanna, nicht nach Hanna. Es geht zu Hanna. Jetzt muss ich erstmal hier in der Dunkelheit meine Orientierung wieder finden. Aber Adanos, ja, ich bin falsch. Hier ist ja Matthäus Butze. Das hast du nicht gewusst. Ja. Ich habe was anderes gehört. Konstantin, oder soll ich jeweils ein Kräuterchen für ihn liefern? Mir fehlt noch Snapperkraut und Drachenwurzel und Kronstöckel. Und Fellknöterich bin ich der Meinung. Ich habe was anderes gehört. Stopp, hier ist ja ein Handweiser.
Und Inos. Zur Kaufmannsgasse, zum in seiner Weisheit Tempelplatz, zum Marktplatz. Der erzähle ich gar nichts mehr. Das ist immer gut. Genau, das ist nur die Bank. Na, ihr Saufköppe. So. So, auf zu Hannas schlafendem Geldsack. Super süß. Gut, gut, super gut. Jetzt geht's uns gut, nachdem wir ausgeschlafen haben. Ja, bis zum nächsten Morgen schlafen. Ah, Hunde waschen, naja, Gott. Das mit dem Badezuber ist ein nettes Gimmick, aber leider keine Zusatzfunktion. So, auf zu Jora! Wirklich? Mal gucken, ob er ein Schwertchen hat, von dem Alrik erzählt hat. Man sieht das anders. Ah, da steht's ja. Alrik sagt, du hättest sein Schwert. Alrik sagt, du hättest sein Schwert. Du meinst den abgerissenen Typen, der seine Waffe bei mir für ein paar Fackeln und Fleischbröckchen eingetauscht hat? Genau den. Das Schwert habe ich noch. Wie viel willst du dafür haben? Nun, für dich. Das habe ich schon mal gesagt. Ach, was soll's. Hier, nimm es. Schließlich hast du mir geholfen, mein Gold wiederzukriegen. Das finde ich ja klasse. Das ist mal wieder typisch. Das ist sehr fair, Joa. Ich bedanke mich. Ich habe was anderes gehört. An dieser Schnell-Piratensäbel. Rostiger, rostiges Schwert, Alriks Schwert. 30 Stärkepunkte zu wenig. Ach, jetzt nicht sowas. Dann darf ich noch mit diesem Nagelknüppel weiter rumkämpfen. Wenn ich ihn dann, ne? Sagst. Aber ich weiß nicht, ob ich Alrik das Schwert wiedergeben soll. Das ist die große Frage. Soll ich es ihm wiedergeben, wenn er danach verlangt? Wir wissen es nicht. So, Alrik. Ach ja, wahrscheinlich bin ich zu früh. Bin ich zu früh? Ich will gegen dich kämpfen. Ich mache nur Kämpfe von... Das Kämpfen lohnt sich nur, wenn genug zu... Jetzt ist es von noch mittags, zu... mittags, nicht von morgens. Hab ich wieder nicht zugehört. Von Mittag. Oh, das ist noch ein bisschen hin, ne? 8.45 Uhr. Des Weiteren können wir ja mal weiter gucken hier. Und ein paar neue, nette Menschen kennenlernen, oder... Okay, bisschen klauen. Ach so. Was suchst du hier? Kluges ja gut, okay. Kann ich denn schon schleichen? Nee, schleichen kann ich noch nicht, ne? Stopp. Fähigkeit. Schleichen kann ich noch nicht. Wo kann ich denn das lernen bei Schleichen? Schleichen kann ich lernen bei allgemeinen Infos. Außerhalb, in der Außenwelt, da war doch was. Kavalorn und Schleiche. Ja, wie teuer ist denn Schleichen nochmal gewesen? Hä? 5? Weiß ich nicht. Jetzt wieder zurück nach Kavalorn, ich weiß nicht. Fellan, den haben wir einiges auf die Mütze gegeben, damit er endlich mit dem Hämmern aufhört. Oh, was wird enge Gassen hier. So, Finny haben wir auch besprochen. Ach, wir können mal mit dem Fischer reden. Ich glaube da nicht dran. Und zwar Walker. Wollen wir hier schon mal rein? Nee, das hebe ich mir auf. Man erzählt sich ja so einiges. Und zwar war ich hier noch nicht. Da oben komme ich ja nicht rum. Ich werde mal hier umschauen. Weil hier ein Fischerchen ist. Normalerweise. Okay, hier geht's zum Schiff weiter. Nee, irgendwie geht's woanders weiter. Da gehe ich aber gleich hin. Da ist ja einer. Ist auch am Hämmern. So, mal gucken. Ach, der hat hier auch eine Pfanne. Mit rohem Fleisch. Du bist Fischer? Wie hast du das bloß erraten? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nimm's mir nicht übel. Aber in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ärger mit der Miliz. Ärger mit der Miliz? Die Mistkerle kommen ständig her und nehmen sich einfach, was sie wollen. Letzte Woche haben sie meinen gesamten Fang mitgenommen. Ist für die gute Sache, haben sie gesagt. Ich weiß ja, dass jeder sehen muss, wo er bleibt, seit die Bauern ihren Handel eingestellt haben. Da kommt es schon mal vor, dass der eine oder andere Kohldampf schieben muss. Kein Wunder, dass sie mir den Fisch vor der Nase wegschnappen. Aber wenn das so weitergeht, habe ich nicht mal genug, um mich selbst zu ernähren. Oh Gott, das hört sich schlimm an.
Hast du mit dem Paladin schon mal darüber gesprochen? Vielleicht kann ich dir helfen. Gib mir all deine Fische. No, fragen wir erstmal. Hast du mit dem Paladin schon mal darüber gesprochen? Machst du Witze? Was interessiert das die Kerle, wenn ein armer Schlucker wie ich Probleme mit der Miliz hat? Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß nicht. Du müsstest schon jemanden von der Miliz kennen, der einen guten Draht zu den Paladinen hat. Die Paladine werden mir den Fisch wohl kaum abkaufen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ach ja, richtig. Den habe ich noch nicht gefragt wegen der verschwundenen Leute. Kumpel William heißt er diesmal. Dein Kumpel William ist verschwunden? So ist es. Er ist zwar Fischer, aber schon ein wenig größenwahnsinnig. Das muss ich dazu sagen. Er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Das ist gerade ein paar Tage her. Ist er nicht vielleicht einfach nur zum Fischen rausgefahren? Das kann nicht sein. Sein Boot liegt immer noch im Hafen. Aha. Was hat er denn so getrieben? William hat krumme Geschäfte gemacht mit diesen Halsabschneidern. Ich glaube, es ging dabei um Schmuggelware, die er an die Mistkerle verkauft hat. Von welchen Typen redest du da? Okay. Von welchen Typen redest du da? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie hier in Korinnes wollen. Ich kenne nur die Stelle, an der sie sich mit William getroffen haben. Ich habe William dort nur zufällig gesehen, als ich in der Bucht beim Fischen war. Mhm. Wo genau ist denn diese Stelle, wo sie sich getroffen haben? Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen. Oder man schwimmt dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager. Da habe ich sie gesehen. Ah ja. Mal gucken. Er wird schon wieder auftauchen. Das glaube ich nicht. Dazu ist er schon zu lange weg. Ich fürchte, dass ich seine Leiche irgendwann aus der See fischen werde. Bitte nicht. Ich denke, ich habe genug gehört. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn findest. Was macht denn ihn da so sicher? Das verstehe ich nicht. Und? Wie beißen die Fische? War schon mal besser. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ja, okay. Können wir was braten? Fleisch braten. Machen wir gesamtes rohes Fleisch braten. Wie viel habe ich denn jetzt an gesamtem rohen Fleisch? 22. Ja, das wird wohl für einige Sachen reichen. Ein bisschen speichern. Wein, Brot und Fische. Ah, ein sehr christliches Gedeck. Brote, Fische und Wein. Ja, hier haben wir was. Feldknöteritsch. So. Ist was auf seinem Schiffchen hier drauf? Nö, ist nix. Eine Hornmuschel. Hornmuschel. Die kann man übrigens öffnen. Weiß, ich sage nichts Neues. Ja, und haben eine Perle erhalten. Also eine Perle, keine Frau. Hey Perle, komm mal her. So, wo geht's denn hier hin? Gibt's hier noch ein Versteck? Ja, mal gucken, was es gibt hier. Kann ja irgendwie noch ein Rucksack rumliegen. Dann gucken wir mal hier auf die Uhrzeit. Es ist 10.15 Uhr. Alriks Kämpfe fangen noch nicht an. So. Ah ja. Das Schiffsthema. Komm her, Mistvieh. Ah, jetzt wird wieder was getriggert hier und ich bin nicht dabei. Scheiße. Keine Experiences Points. Moment mal, ist das? Nee, das sind normale Säcke. So, schauen wir mal, was es hier so gibt. Mein Gott, was ein Durcheinander hier. So. Zeit zum Aufräumen. Da muss man immer rumspringen und rumklettern. Ich bin der Meinung, hier müsste es was geben. Hier muss es was geben. Das habe ich im Ei. Und wer pflichtet mir bei, dass es hier was gibt? Was ist da hier? Ja, ja.
Ein Bolzen. Und noch ein Bolzen. Und eine Säge sehe ich. Und noch ein Bolzen. Und noch ein Bolzen. Eine Säge, sage ich doch. Und eine alte Münze. Und noch eine alte Münze. Und da hinten blinkt was. Oh, ein Pfeil. Mhm. Als Bröckchen. Noch ein silberner Ring. Ah, er gibt ja wahrscheinlich nur Wert, aber keine Fähigkeiten. Was die Ringe angeht. So, ist hier was? Hier ist nichts. Doch. Rostiges Schwedje. Ein Schwedje. Und zurückhüpfen. Upside. Jumpman Junior. Gucken, was es hier gibt. Hier unten. Ah. Eine Klappmuschel. Auch diese Klappmuschel lässt sich öffnen. Muschelfleisch erhalten. Zwei Stück. Wanzenfleisch? Nee, wo ist... Ach, da ist Muschelfleisch. Saftiges Muschelfleisch, Lebensenergie, Bonus 20, roh, unbedingt genießbar. Das heißt also, wenn man so roh unbedingt genießen kann, so wie Austern... Uah, habt ihr schon mal Austern gegessen? Ich mag es überhaupt nicht. Die sind ja noch lebendig, in ihrem eigenen Salzwasser. Und in dieses glibberige Gefühl im Mund. Boah, und dann Schuss Zitrone drauf. Nee, lassen wir es bleiben. Lassen wir es bleiben und gucken mal, was hier oder wer hier so mal sein Unwesen treibt. Bei Wein, Fischsuppe und Bett. Also es ist kein Gerber wie in der Velaya-Version. Also in der Velaya-Mod gibt es hier an dieser Stelle einen Gerber. Nee, hier ist niemand. Okay, das ist nicht die Director's Cut-Version. Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Muss ja hier mal alles erfahren und sehen. So, jetzt geht's wieder zickzack in Zickzack-Modus. Scannend. Oder scoutend, besser gesagt. Hier mal über den Strand. In der Breite liegt auch ein Fisch rum. Was war das jetzt? Aha, Leute, 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 Schildkröte. Hier gibt es eine Schildkröte. Die gucken wir uns mal von vorne an. Die kennen wir normalerweise aus Gothic 3. Oh, die ist aber schön gezeichnet. Die Schildkröte, huhu. Du bewegst dich ja noch. Oh, die sieht ja süß aus. Oh, ich will die nicht kaputt machen. Ich mache sie jetzt kaputt. Warum? Mal gucken. Erfahrungspunkte. 1, 2. Oh. Hat aber den Sound vom Mollored gehabt. Da ist nichts zu holen. Okay, es gab nur Schildkrötenfleisch. Schildkrötensuppe. Boah. Hab ich schon mal Schildkrötensuppe beim Chinesen gegessen? Ich glaube nicht. Haifischsuppe, ja, das geht. Aber Schildkrötenfleisch? Nein. Aha. Ja, oder so. Nein. Du nicht. Oh, was war denn das für ein Hahn? Waran, ne? Wie kann ich nur so dumm sein in der Annahme, dass da nichts mehr ist? Erstmal gucken, wie viele Pfeile habe ich denn? Einen einzigen? Ja, kann ich hier auch keine Pfeile herstellen. Ich bin mal gespannt, ob ich diesen Waran eigentlich knüppeln kann mit meinem Nagel. Oder mit dem Nagelknüppel, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Warte mal, wenn wir hier mal das Bötchen als Deckung nehmen. Nee, nee, das kriege ich nicht hin. Obwohl, der bleibt da hängen, ey. Ja, klapper, klapper, klapper. Der
kämpfen will, muss klappern. Und er zittert. Der Varan zittert sich ein. Oh, jetzt ist er über dem Boot ist er. Er ist genau über mir. Lustig. Kuckuck. Hey. Varan, dem Varan noch was dran? Nein, jetzt. Okay, hoffentlich ist das der einzige, damit da hinten ein bisschen frei ist. Hallo? Ja? Ah, ist ein bisschen schlimm, den Winkel jetzt zu finden. Ja. So. Hey, 120 Points. Erfahrung. Ich kann bestimmt noch kein Reptil häuten. Nichts zu plündern. Ja, sag ich. Und da werden wir doch mal gleichzeitig nochmal hier. Eine Runde Speichere. Oh Gott, es ist ja schon fast eine halbe Stunde rum. Also was hier, was die Let's Play-Folge hier angeht. Aber dann werden wir nochmal hier kurz gucken. Klappmuschel, ja, die mache ich später auf. Will hier nur mal ganz kurz nochmal recherchieren, ob sie was gibt. Ja, hier noch eine schöne Schildkröte hier. Okay, es gibt Experiences Points. Die brauche ich. Oh, kaputt. Was jetzt mir einfallen würde, ist, wenn man auch den Schildkrötenpanzer irgendwie da von dieser Schildkröte bekommen könnte, um damit hinterher ein Schild zu basteln. Falls der Modder mir zuhören sollte an dieser Stelle. Das wäre natürlich eine Idee für die Version 1.6. Die 1. oder die 1.5, die noch nicht in der. Die noch nicht. Wahrscheinlich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht draußen ist. Wäre eine Überlegung wert. Also. Schauen wir mal. 12.13 Uhr, wir können zu Alrik. Das werde ich dann hier natürlich an dieser Stelle raffen. Also schneiden. Und dann geht's zu Alrik. So, da sind ja schon die Zuschauer. Er erzählt alles weiter. Dann wollen wir mal anfangen, mit Alrik zu kämpfen. Ich habe dein Schwert. Ah ja, ich habe zum Glück vorher abgespeichert. Mal gucken. Ich habe dein Schwert. Ah, das ist schon viel besser, als mit einem alten Ast zu kämpfen. Jetzt bin ich blöd gewesen. Das heißt also, wir machen das anders. So, ich habe mir das anders überlegt. Ich werde ihm mein Schwert oder beziehungsweise das Alrik-Schwert nicht geben, weil er ist anders bewaffnet oder wahrscheinlich schwächer. Und ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Ja, die habe ich dabei. Hier sind sie. Wir haben einen neuen Herausforderer. Die Wetten sind platziert. Bist du bereit? Mhm, bin ich. Komm her. Dann lass mal sehen, was du kannst. Immer gegen die Wand drängen. Oh Gott, der steckt ja nichts rein hier. Oh Mann. Okay, dann nicht. Da bin ich nur zu schwach für ihn. Ja, ich habe mir überlegt, ich mache es anders. Ich gebe Alrik doch sein Schwert. Ich habe dein Schwert. Ah, das ist schon viel besser, als mit einem alten Ast zu kämpfen. Das bringt mir dann 100 Erfahrungspunkte, weil ich muss ein bisschen Stärke haben oder Einhandkampf-Talente. Und dann werde ich ihn dann irgendwann mal später besiegen. Und ich sehe ihn dann sowieso später wieder und wir sehen uns auch später wieder, denn das war's für diese Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Ja. Und schreibt Kommentare, gebt mir einen Daumen, achtet auf die Glocke und ich gehe jetzt erstmal Schildkrötensuppe essen. Macht's gut. Tschüss.